Hallo, wir wollen wieder sorteln. Jo, weiter geht's. Wir waren Sam Block stehen geblieben. Ich habe mich übrigens ein bisschen eingelesen. Wir müssen anscheinend zurück ins Sicherheitsbüro und da geht's anscheinend in den Fahrstuhl oder so ein Scheißdreck. Glaube ich zumindest. Ach, fix, jetzt habe ich wieder die Karte weg. Doof, doof, doof. So, Sicherheitsbüro zur Sicherheit. Nehme ich das doch mal ernst. Jo, ich hoffe, wir schaffen es die Tage sogar mal den Schmarren hier durchzuspielen. Damit machen wir Mess vielleicht 2 anfangen können. Aber noch was, ich muss nebenbei auf meine kleine Schwester aufpassen, die gerade schläft. Kann also sein, dass es einfach mal losbläht, dann muss ich halt mal unterbrechen, aber kann euch eigentlich egal sein. Hier ist ja wirklich ein Fahrstuhl. Schön, dass ich den davor übersehen habe. Rex, was sagst du eigentlich dazu? Saren muss dafür büßen, was er meinem Volk angetan hat. Eben, hätte den Fall. Die, der hat ein stummes Schwänzchen hinten. Seht ihr das? Links unten. Dieser Ort ist böse. Er muss zerstört werden. Ach, heul nicht rum. Das wird meine neue Festung. Es fehlt definitiv die Fahrstuhlmusik. Wenn wir Waffe ziehen. Oh, was haben wir denn hier? Wenn das mal nicht eklig ist. Vorhin konntest du noch anwählen, oder? Was? Der Wissenschaftler schießen geht schon an. Wow! Was ist hier los? Wo sind die Waren? Wo ist Saren? Wow! Wir kriegen aufs Maul, ich glaube. Ja, wir zurück. verrecken. Diese Arbeit ist wichtig. Das ist die Oh, glorreiche leck mich doch am Rettung. Arsch! Das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, wir bekommen jetzt bloß die 2 Wissenschaftler, wollen uns aufs Maul hauen. Eieiei, die sind ja sauer. Und so einen hässlichen Bastard haben wir schon mal fertig gemacht. Falls ihr euch erinnern könnt. Das war, glaube ich, sogar auf der ersten Mission, wo wir auch Saren getroffen haben. Ah, genau, die, was doch irgendwie die Forschungseinrichtungen da überfallen haben. Schauen wir mal, hier ist nichts. Ah, den Typen kann ich gar nicht drauf schießen. So, ich schaue, dass ich ein bisschen in Bewegung bleibe, falls da wieder so eine Lähmungsgranate kommt oder was das war. Was ist hier los? Wo sind die Waren? Wo ist Saren? Okay, noch kommen sie alle einzeln her, das ist schon mal recht gut. Oh, wir bekommen fette Erfahrung gegen die Viecher. Okay. Sind anscheinend noch im Kampf. Gut, wie heißt denn der Ort hier überhaupt? Wir sind in den Genophagenlaboren. Ja, können wir alles nicht machen, weil wir keine Fähigkeit dazu haben. Da hätten wir wahrscheinlich Liara mitnehmen können, dass mit die hier rumscannt. Ja, gut, beide da. Halt, die Tür war eins weiter. Okidoki. Los, Leute. Wir müssen hier doch die Welt vom Unheil befreien. Ein bisschen schneller hier. Oh, laden. Sie haben doch da schon 2 Gegner. Da sind sie schon. Oh, G-Schützen, die machen immer recht guten Schaden. Da mal besser in Bewegung bleiben. Die geben uns was 50 Erfahrung. Die anderen haben uns doch gerade 600 gegeben, oder? Da habe ich mich da verschaut. Mal ins Wasser reinschießen. Am Wasser können Brandlöcher hinterlassen werden. So sieht also das Wasser in der Zukunft aus. Oh, nicht hinknien. Okay, der Raum scheint sicher zu sein. Nicht schießen! Ich will einfach nur hier raus, bevor es zu spät ist. Lassen Sie mal hören. Wer sind Sie und was wollen Sie? Rana Thanoptes, Neurospezialistin. Aber dieser Job ist es nicht wert, dass man für ihn stirbt. Oder Schlimmeres. Glauben Sie, die Indoktrination beschränkt sich nur auf Gefangene? Früher oder später wird Saren auch versuchen, mein Hirn zu zerschneiden. Nennen Sie mir einen Grund, warum ich Ihnen helfen sollte. Ich kann Ihnen helfen. Dieser Lift hinter mir führt zu Sarens Privatlabor. Ich kann Sie reinbringen.
Sehen Sie? Voller Zugang. Sämtliche Privatdateien von Saren. Sind wir jetzt quitt? Kann ich gehen? Was haben Sie hier studiert? Dieses Schiff, die Sovereign, es sendet eine Art Signal aus. Nicht nachweisbar, aber vorhanden. Ich habe die Wirkungen gesehen. Saren benutzt sie, um seine Anhänger zu beeinflussen, zu kontrollieren. Man nennt das Indoktrination. Dem Signal direkt ausgesetzt zu sein, bewirkt, dass man sich in einen hirnlosen Sklaven verwandelt, wie die salarianischen Testsubjekte. Aber es gibt auch Kollateralschäden. Was meinen Sie mit Kollateralschaden? Das Signal der Sovereign ist zu stark. Wenn man zu viel Zeit in seiner Nähe verbringt, beginnt man es zu spüren. Wie ein Kitzeln am Hinterkopf. Wie ein Flüstern, das man nicht richtig hört. Man wird zu Sachen gezwungen, weiß aber nicht warum. Man gehorcht einfach. Schließlich hört man auf, selbstständig zu denken. Das passiert jedem in dieser Einrichtung. Mein erstes Testsubjekt war der Mann, dessen Ersatz ich war. Jetzt will ich einfach nur hier weg, bevor mir das Gleiche passiert. Ich kann ja einfach trotzdem, also eigentlich klar, ich müsste sie einfach gehen lassen, weil die schaut ja schon so aus, als würde sie zerbrechen. Ich müsste sie aber trotzdem töten, einfach nur die Mission will. Warum erforscht Saren das alles? Ist nicht er derjenige, der hier die Fäden zieht? Das Signal kommt von dem Schiff. Es sorgt dafür, dass wir Saren gehorchen. Aber ich glaube nicht, dass er es kontrolliert. Wahrlich nicht. Ich glaube, er hat Angst, dass es auch ihn befallen könnte. Indoktrination läuft subtil ab. Wenn die Auswirkungen erkennbar sind, ist es meistens schon zu spät. Erzählen Sie mir mehr über dieses Signal. Signal ist vielleicht nicht das richtige Wort. Das Schiff strahlt eine Art Energiefeld aus, das die Gedankenmuster verändert. Nach einer gewissen Zeit, Tage, vielleicht auch Wochen, schwächt es auch den Willen. Man ist einfacher zu kontrollieren und zu manipulieren. Es ist jedoch ein degenerativer Zustand. Es gibt ein Gleichgewicht zwischen Kontrolle und Nutzen. Je weniger Freiheiten ein Subjekt hat, desto weniger fähig wird es auch. Okay, ansonsten haben wir nichts zu reden. Du musst leider sterben. Sie haben brutale Experimente an hilflosen Testpersonen durchgeführt. Sie haben Saren geholfen. Ich werde sie nicht leben lassen. Ich habe nur getan, was man mir gesagt hat. Ich hatte keine andere Wahl. Tut mir leid. Das ist wirklich schwer zu entscheiden. Soll ich es jetzt einfach abhauen lassen oder einfach töten? Ich lasse abhauen. Ich werde diesen Ort zur Hölle und zurücksprengen. Wenn Sie lebendig hier rauskommen wollen, sollten Sie lieber die Beine in die Hand nehmen. Was? Sie können nicht? Ich werde nie... Mir gefällt Ihre Art zu denken, Schatz. Natürlich. Erst ein bisschen Angst machen und dann nochmal weiterhetzen. Hier von wegen, verpiss dich, weil gleich haut's dir alles um die Ohren. Ach, was sagst du eigentlich so? Dieser Ort ist böse. Ja, wissen wir. Er muss zerstört werden. Okay, ja, wissen wir auch schon. Was er meinem Volk angetan hat. Waffe mal ziehen, das dauert sonst. Los, Leute, schnell hier rein, auf zum letzten Gefecht gegen Saren. Oh, auf der Karte ist ein wichtiger Ort markiert. Oh, ich spoiler mal. Hä? Sind doch hier. Okay. Irgendwie glaube ich, dass da die falsche Karte geladen wurde. Kommt rein, Leute. Nochmal drauf schauen. Okay. Würmeier Funkturm. Ne, gut, dann denke ich mal, war das einfach entweder ein Bug oder ich kenne mich einfach nicht aus. Aufmachen, losschießen. Oh, da ist was. Ich spring runter. Okay, geht nicht, dann gehen wir erst außen rum. So, und jetzt denke ich mal, wird gleich was Gemeines passieren. Denn es, okay, sieht nicht so aus, als hätten hier viele Leute Platz. Der Obelisk. Nein, Shepard! Oh!
Oh mein Gott. Okay, was zur Hölle? Ist verblasst er oder wie? Okay. Hier stimmt etwas überhaupt nicht. Ah, das habe ich gerade gemerkt. Ich werde hier alles zu Hackfleisch verarbeiten. Schon sympathischer. Okay, wir können hier anscheinend rumgehen, aber wir können nichts dran machen. Okay, ich schätze mal, dann müssen wir rausgehen. Oh. Ich habe das Gefühl, als ob bald was Schlimmes passieren wird. Sie sind's nicht, Sir. Korrekt. Was ist das? So eine Art VI-Schnittstelle? Rudimentäre Kreaturen aus Fleisch und Blut. Sie stimulieren meinen Verstand, wie sie im Dunkeln stochern und unfähig sind zu verstehen. Ich bezweifle, dass es eine VI ist. Es gibt eine Existenzdimension, die so weit von ihrer eigenen entfernt ist, dass sie sich nicht vorstellen können. Ich bin jenseits ihrer Vorstellungskraft. Ich bin Sovereign. Unmöglich, Baby. Sovereign ist nicht nur ein Reaper-Schiff, das Saren gefunden hat. Es ist ein Reaper. Reaper. Eine Bezeichnung, die die Proteaner erfanden, um der Zerstörung einen Namen zu geben. Aber letztendlich ist es irrelevant, wie sie uns nennen. Wir sind einfach. Die Proteaner verschwanden vor über 50.000 Jahren. Sie können nicht dabei gewesen sein. Das ist unmöglich. Organisches Leben ist nichts weiter als eine genetische Mutation. Ein Unfall. Ihr Leben wird in Jahren und Dekaden gemessen. Sie verwelken und sterben. Wir sind ewig. Die Spitze der Evolution und Existenz. Verglichen mit uns sind sie nichts. Ihre Ausrottung ist unausweichlich. Wir sind das Ende von allem. Denkste. Ganz egal, wie ihr Plan aussehen mag, er wird scheitern. Dafür werde ich sorgen. Zuversicht geboren aus Unwissenheit. Der Zyklus kann nicht durchbrochen werden. Zyklus? Was für ein Zyklus? Das Muster hat sich bereits öfter wiederholt, als sie es begreifen können. Organische Zivilisationen erheben sich, entwickeln sich, schreiten voran. Und am Gipfel ihres Ruhms werden sie ausgelöscht. Die Proteaner waren nicht die Ersten. Sie waren es nicht, die die Zitadelle schufen. Sie waren es nicht, die die Massenportale schmiedeten. Sie fanden sie einfach. Die Hinterlassenschaft meiner Art. Nee, glaube ich nicht. Warum sollten sie die Massenportale bauen, nur um sie von jemand anderes finden zu lassen? Ihre Zivilisation basiert auf der Technik der Massenportale. Unsere Technik. Indem sie sie nutzen, entwickelt sich ihre Gesellschaft auf dem Weg, den wir für sie vorgesehen haben. Wir zwingen dem Chaos der organischen Evolution